Harry. Hallo Andi, hi. Grüß dich. Servus. Hast du schon viel von dir gehört? Jetzt sind wir da. Super, kommt einfach rein, gehen wir ein bisschen in den Keller runter, machen ein bisschen okay. Musik. In seinem Keller betreibt Bayernstar Andi Görlitz ein eigenes Studio. Servus, hi. Servus. Hallo. Hi, ich bin der Harry. Servus. Harry, servus. Grüß dich, Manu. Was hi, servus, Harry. Harry und Rudi lernen Görlitz Band Room 77 kennen. Also Harry und Rudi, das ist meine Band, die hinter mir steht noch. Okay. Und das ist mein Studio in München. Und jetzt war die Idee einfach, dass du nochmal eine Stelle extra einspielst bei uns auf dem Lied. Ach so? Das war unsere Idee, dass wir einfach was Cooles für dich kreieren, wo du auch länger was davon hast. Du wirst auch bei uns im Booklet erscheinen, hinten drin als Musiker sozusagen. Okay, das ist ein Hammer, oder? Der Rudi hat das mitunter alles in die Wege geleitet. Ist die Überraschung gelungen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja, es war Wahnsinn, ein Kribbeln im Bauch und so, jetzt kann nur noch der Wahnsinn passieren. Es war überwältigend, ja. Also Harry, wir spielen dir das Lied einfach mal kurz vor, dann hörst du es mal an. Okay. Und die Stelle genau, die machen wir dann nochmal im Einzelnen. Gut. Die ganzen Töne. Okay. Also Jungs, Michi, bist du bereit? Harry darf also tatsächlich bei der CD-Aufnahme von Not a Hero mitwirken. Okay. In Not a Hero beschreibt Görlitz seine schwierigste Zeit als Profi, als er 2 Jahre lang verletzt war. Auch Harry hat eine harte Zeit mit Jobverlust und Scheidung hinter sich. Es ist eigentlich unglaublich, dass der Andi und ich so eine ähnliche Phase durchgemacht haben. Und durch die Musik haben wir das beide wahrscheinlich auch besser bewältigt. Ton? Ton haben wir. Also das ist nur... Also wir haben das Solo natürlich unserem musikalischen Können angepasst, darum relativ einfach. Schauen wir mal. Ui. Ja, genau. Bis auf den. Innerhalb kürzester Zeit hat Harry sein Solo drauf. Perfekt. Passt, oder? Ja. Cool. Ich habe ungefähr 4-mal so lang gebraucht. Bis den letzten kannst du vielleicht 2 oder 3-mal spielen. Mhm. So. Okay. So. Perfekt. Ruckzuck ist Harrys Solo im Kasten. Nun steht der Endabmischung der CD nichts mehr im Wege. Ja, jetzt geht die CD nochmal zum Mastern, wird nochmal alles re-gemastert. Das Booklet wird nochmal neu gemacht, eben mit Harry seinen Namen drin. Und dann wird es gepresst. Das dauert dann noch 1-2 Wochen. Und dann wird die CD am 23. in den Läden stehen. Zum Schluss lässt es Harry zusammen mit Room 77 nochmal richtig krachen. Mit Andi Görlitz auf einer CD, das kann Harry keiner mehr nehmen. Mal weiter. Auch Fanclub-Präsident Rudi Grabmeier, der die große Überraschung eingefädelt hat, ist richtig stolz auf das Ergebnis. Perfekt. Alles super improvisiert. Ich glaube schon, dass er selber wieder nochmal mehr an sich glaubt und sagt, hey, es geht wieder aufwärts. Und ich glaube, wenn dieser Startschuss war, dann hat es auf alle Fälle gelohnt, die Aktion. Ja, der Rudi ist der Wahnsinn. Und was er da jetzt veranstaltet hat für mich, also den Tag halt im Studio, absoluter Wahnsinn. Kommt's gut heim. Bitte. Von diesem Tag wird Harry sicher noch lange erzählen. Und vielleicht hat er ja sein Leben wenigstens ein kleines bisschen verändert. Gute Fahrt, gell? I'm tired of living in a lie. I still crash at the thought. It used to be the beat of your heart. Baby, it hurts, 'cause I still burn.